Guten Morgen, ich bin Franzi und ich freue mich, dass wir heute zusammen mit 15 Minuten Yoga in den Tag starten können. Du brauchst nichts weiter außer bequemer Kleidung und eventuell eine Matte, falls du hast. Und schön, dass du hier bist, schön, dass du die Zeit für dich nimmst. Ich bin mir sicher, dass du dich hinterher gut fühlst, gut durchbewegt bist und mit hoffentlich ganz viel positiver Energie deinen Tag beginnen kannst. Also lass uns starten. Wir kommen einmal in einen hüftweiten Stand, die Füße ungefähr so eine Faustbreite auseinander. Und dann lass dein Becken ein kleines bisschen nach unten sinken, dein Steißbein zeigt Richtung Boden. Dann roll gerne einmal so ganz genüsslich deine Schulter nach hinten unten. Vielleicht magst du die Handflächen nach vorne drehen, sodass du in so einen aufrechten Stand kommst. Und dann, um bei dir anzukommen, schließ gerne einmal deine Augen. Nimm dir diesen Moment, um jetzt ganz bewusst hier da zu sein, um anzukommen. Und bevor der Tag vielleicht ein kleines bisschen wuselig wird und all die Dinge anstehen, für einen Moment von Ruhe und für einen Moment ganz bei dir. Und dann nimm einmal ganz bewusst deine Atemzüge wahr. Die Ein- und die Ausatmung. Kleine Bewegungen, die damit im Körper entstehen, in deinem Brustkorb, in deiner Bauchdecke. Und bringe all deine Aufmerksamkeit, deine Gedanken jetzt zu deiner Atmung. Nimm sie einfach nur wahr, spür sie. Und nutze sie als Tool, um einmal ganz bei dir zu sein. Um das Außen ein kleines bisschen abschotten zu können und den Fokus nach innen zu richten. Paar tiefe, ruhige Atemzüge. Tief durch die Nase ein, spür einmal, wie du dich auffüllst. Und dann ganz weich durch den Mund wieder ausatmen, leer werden. Sehr schön, noch einmal tief durch die Nase ein. Und ganz weich durch den Mund aus. Letztes Mal so tief durch die Nase ein. Halte die Luft einmal ganz kurz an und spüre diese Fülle, spüre jetzt das Aufgefülltsein. Und dann atme wieder langsam und weich vollständig aus. Und spüre auch hier einmal jetzt die Leere. Gut, dann atme ganz gleichmäßig durch deine Nase weiter, tief ein. Und einfach durch die Nase wieder aus. Spüre, wie jetzt langsam der Körper und vielleicht auch deine Gedanken ein bisschen ruhiger geworden sind. Lass deine Augen gerne geschlossen. Und mit der nächsten Einatmung zieh deine Hände einmal über die Seite ganz weich nach oben. Mach dich so ein bisschen größer und schaff Platz in der Lunge, in deinen Rippen. Mit der Ausatmung schließ die Handflächen oben und führ sie nach unten zu deinem Herzen für die Namaste-Haltung. Noch einmal so, gerne mit geschlossenen Augen. Atme ein, zieh die Hände über die Seite nach oben. Streck dich ganz lang, schaff ein bisschen Platz. So ein Gefühl von guten Morgen. Und ausatmen, Hände vor deinem Herzen zusammen. Ein letztes Mal so, atme tief ein, zieh die Hände über die Seite nach oben. Gerne immer noch mit geschlossenen Augen, dann kommen wir ein bisschen mehr an dieses Gefühl, in das Spüren. Und ausatmen, bring deine Hände zu deinem Herzen. Und dann lade ich dich ein, eventuell eine Intention zu setzen für den heutigen Tag. Vielleicht gibt es etwas, was du heute ganz besonders gut gebrauchen könntest. Du heute mitnehmen möchtest oder einfach nur der Grund, wieso du heute auf die Matte gekommen bist. Dann dreh gerne deinen Kopf einmal nach unten zu deinen Fingerspitzen, versiegel diese Intention. Und dann öffne ganz langsam deine Augen und komm wieder zurück auf deine Matte. Komm hier an, lass deine Hände nach unten sinken. Sehr schön. Und dann starten wir direkt mit ein bisschen dynamischer Bewegung. Du darfst schon mal so ein bisschen kreisen, was gut tut. Und dann bleiben wir nochmal in diesem hüftbreiten Stand. Ich bin der Überzeugung, dass es ein bisschen lockern, gerade am Morgen, das ist, was wir brauchen, nach der Nacht. Und dann zieh einmal deine Hände über die Seite nach oben, streck dich ganz lang, werde nochmal großatmen ein. Und dann beug ganz weich deine Knie, lass den Oberkörper so nach vorne sinken, atme aus. Komm zurück nach oben, atme ein, zieh dich auf. Und nochmal so, atme aus, lass dich weich sinken.
Einatmen in die Länge. Ausatmen, richtig fallen lassen, die Knie beugen. Ein nach oben und aus. Ein und aus. Und du darfst jetzt so ein kleines bisschen schneller werden lassen, dass du wie in so Swings kommst, den Oberkörper hier einfach nach vorne hängen lässt. Und mit jedem Mal, wenn du nach unten kommst, atmest du aus. Einatmen nach oben und loslassen nach unten. Sehr gut. Und dann mach das noch so ein paar Mal, bleib dabei. Lass dich schwingen und gib deiner Wirbelsäule so ein kleines bisschen Luft und Raum. Und dem ganzen Körper schon ein ziemlich schnelles Guten Morgen. Spür, wie du so ein bisschen Energie aufbaust, in den Fluss kommst. Sehr gut. Und dann mach das noch dreimal nach unten. Und letztes Mal. Und wenn du das nächste Mal nach oben kommst, dann halt hier einmal ganz kurz. Zieh die Arme nach oben und komm einmal auf deine Zehenspitzen. Finde so einen kurzen Moment von Balance, auch wenn es jetzt schwierig ist. Spür einmal das Arbeiten, das Zittern vielleicht im Körper. Atme ein. Und dann setz deine Ferse nach unten ab. Hände über die Seite tief. Atme aus. Okay. Spür einmal, wie du vielleicht jetzt ein bisschen schneller deinen Herzschlag hast, schon ein bisschen Energie in den Körper gebracht hast. Und dann lass uns mit einem Sonnengruß starten. Der ist genau dafür da, um den Körper aufzuwecken. Komm dafür an den Anfang deiner Matte. Lass dein Blut jetzt einfach fließen, nimm diesen Schwung, die Energie mit. Und dann zieh deine Hände über die Seite nach oben, streck dich ganz lang, atme ein. Mit der Ausatmung beug deine Knie, öffne die Arme und komm nach unten tief in deine erste weiche Vorbeuge. Nimm deine Hände jetzt auf deine Schienbeine und dann streck dich nach oben für die halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken, atme ein. Und mit der Ausatmung komm zurück nach unten, platziere deine Hände. Sehr schön. Steig mit dem rechten Fuß dann einmal weit zurück. In so einen ersten Ausfallschritt, atme ein und dann platziere deine Hände wieder nach unten, linkes Bein mit dazu in deinen hohen Liegestütz. Sehr schön, einmal ein kleines bisschen Kraft hier, einatmen, schieb in deine Hände, drück dich nach oben und mit der Ausatmung leg gerne die Knie auf der Matte ab, beug die Ellenbogen ganz nah an deinem Körper, komm nach unten zum Boden. Jetzt mach die Füße hinten lang, roll deine Schultern zurück, zieh die Ellenbogen zueinander für die kleine Kobra, heb deinen Oberkörper an, atme ein. Und mit der Ausatmung drück dich von hier über den Vierfüßlerstand zurück in deinen ersten herabschauenden Hund. Dafür stülp die Zehenspitzen um und dann schieb weich nach hinten oben dein Steißbein Richtung Decke. Jetzt ganz wichtig, lass deine Knie gebeugt. Kein falscher Ehrgeiz, dass du hier direkt mit gestreckten Beinen in die Länge kommst. Schau eher, dass du Länge in deiner Wirbelsäule findest. Atme hier tief ein. Und nochmal ausatmen, schieb in deine Handflächen. Jetzt langsam steig mit deinem rechten Fuß weit nach vorne, so weit es geht zwischen deine Hände. Links dazu und komm in die halbe Vorwärtsbeuge wieder. Hände auf deine Schienbeine, streck dich lang. Lass dich nach unten hängen, ganze Vorbeuge, werde weich. Und dann langsam beug die Knie, roll dich nach oben auf. Lass deine Arme und deinen Kopf einfach schwer hängen. Und roll die Schultern zurück. Komm zurück zum Stehen, atme auf. Direkt für die zweite Seite, Hände über die Seite nach oben, atme ein. Ausatmen, öffne die Arme, beug die Knie, komm nach unten tief. Sehr schön, Hände auf die Schienbeine. Atme ein, wenn du in die Länge kommst. Und dann nochmal ausatmen, dieser Release nach unten. Hände auf die Matte. Gut. Linkes Bein einmal weit zurück. Rechts direkt dazu für deinen hohen Liegestütz. Jetzt schieb in deine Hände nochmal Kraft in den Bauch, Kraft in den Chor, atme ein. Und vielleicht, wenn du möchtest, ohne Knie oder leg sie ab. Beug deine Ellenbogen und komm nach unten auf die Matte. Okay, Achtung diesmal. Mach die Füße hinten lang, bring deine Hände außerhalb von deiner Matte auf den Boden und stell nur die Fingerspitzen auf. Dann roll die Schultern zurück und jetzt schieb in deine Hände und komm hier nach oben. Atme ein und ausatmen ganz weich wieder nach unten tief. Noch einmal so, Hände an die Matte. Atme ein, roll dich zurück. Schiebe die Fingerspitzen und ausatmen nach unten tief. Guten Morgen für die Wirbelsäule. Einatmen, komm nach oben, schieb dich rauf. Und ausatmen, werd ganz weich nach unten. Bring deine Hände dann zurück, nehmen deine Rippen, die Handflächen auf den Boden, auf die Matte. Roll deine Schultern zurück, wieder über die kleine Kobra, atme ein. Und jetzt über den Vierfüßlerstand, push dich nach oben, zurück in den herabschauenden Hund, stülp die Zehenspitzen um. Lass die Knie gerne gebeugt. Okay. Hier angekommen, schüttel deinen Kopf einmal aus, schüttel einmal nein, nein, nein. Und dann ja, ja, ja. Und dann langsam steig mit deinem linken Bein so weit nach vorne, wie du kannst.
rechts mit dazu. Halbe Vorwärtsbeuge, Hände auf die Schienbeine, mach dich lang. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, lass dich hängen. Und dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Hände und Kopf dürfen wieder schwer nach unten hängen. Komm zum Stehen, roll die Schultern zurück, Handflächen nach vorne. Okay. Bleib hier einmal stehen, zieh deine Hände jetzt über die Seite nach oben, atme ein, streck dich lang auf. Und dann greif einmal nach deinem linken Handgelenk. Achtung, ich spiegel dich, wir gehen in die gleiche Richtung und zieh dich weit zur Seite, atme aus. Okay. Komm zurück nach oben, atme ein. Und ausatmen, andere Richtung. Das ist dieser schöne guten Morgen-Stretch. Einatmen, zurück nach oben. Noch einmal, erste Seite, atme aus, lehn dich weit. Und jetzt bleib hier einmal. Atme ein, noch mehr Länge. Und dann ganz weich, beug deine Knie und komm über vorne in so eine Rundung. Wechsel deine Hände und komm auf die zweite Seite wieder nach oben. Atme ein, nach links, sehr schön. Und noch einmal so ausatmen in so einem Halbkreis. Beug die Knie, komm nach vorne rund. Einatmen, erste Seite, komm nach oben. Letztes Mal ausatmen, mach dich rund. Einatmen, komm zurück nach oben. Sehr schön, dann richte dich wieder auf. Lass die Hände über die Seite nach unten sinken. Atme aus. Lass die Schultern schwer werden, den Nacken ganz weich. Atme ein, zieh deine Hände über vorne nach oben. Und jetzt nochmal diesen Swing, wie du ihn vom Anfang kennst. Atme aus, beug dich nach unten. Einatmen, hoch. Ausatmen, fallen lassen. Einatmen, hoch. Ausatmen, fallen lassen. Achtung, letztes Mal. Einatmen, hoch. Ausatmen, lass dich fallen. Jetzt lass die Knie gebeugt. Komm nur mit den Armen zurück nach oben. Und wir kommen einmal in den Stuhl. Utkatasana. Das ist ein kleines bisschen Aktivierung, Kraft für die Beine und für den Rücken. Zieh deine Oberarme neben die Ohren. Atme ein. Und ausatmen, setz deine Hände nach unten ab. Ganze Vorbeuge, lass dich hängen. Okay. Komm einmal auf deine Fingerspitzen für die halbe Vorwärtsbeuge. Jetzt den Rücken so weich und so lang, wie es geht. Und mit der Ausatmung steig mit deinem rechten Fuß einmal weit zurück in deinen Ausfallschritt, in deinen Lunge. Leg dein hinteres Knie auf der Matte jetzt ab. Und dann komm mit beiden Armen nach oben. Atme ein und jetzt guten Morgen für den Hüftbeuger. Hier einmal schön strecken, streck dich nach oben. Atme ein. Und ausatmen, zieh deine Hände über die Seite tief. Achtung, heb dein hinteres Knie, Lunge, atme ein. Und dann mach den Schritt ein bisschen kleiner. Bring die rechte Ferse nach unten auf den Boden, sodass der Fuß ungefähr 45 Grad hat. Und dann komm hier nach oben für Krieger 1. Jetzt schieb die hintere Ferse in die Matte. Die Fingerspitzen ziehen nach oben, atme ein. Lass dein Becken ein bisschen tiefer nach unten sinken auch. Okay, einatme nach oben. Und mit der Ausatmung greif deine Hände einmal hinter deinem Rücken. Achtung, sanfte Rückbeuge, zieh deine Fingerspitzen nach unten, öffne die Schultern und dann heb dein Brustbein nach oben, atme ein. Und jetzt ganz weich, lehn dich nach vorne, über dein vorderes Bein, atme aus und vielleicht ziehst du deine Hände sogar über den Kopf nach vorne und gibst auch deinen Schultern noch eine schöne Öffnung. Gut, einatmen hier, ausatmen, löse deine Hände langsam nach unten, komm mit den Händen zurück zum Boden und dann steig nach vorne deine ganze Vorbeuge. Release. Knie weich gebeugt, dein Kopf darf sich einmal ausschütteln. Okay. Und dann beug deine Knie, zieh deine Arme über vorne nach oben, komm zurück in den Stuhl. Utkatasana, atme ein, streck dich lang auf. Bleib hier, atme aus, zieh dein Steißbein nach unten, Fingerspitzen nach oben. Einatmen hier. Ausatmen, setz deine Hände nach unten auf die Matte ab. Steig mit deinem linken Fuß einmal weit zurück in deinen Lunge. Jetzt zieh die Ferse nach hinten, atme ein. Und dann lass dein linkes Knie nach unten auf den Boden kommen, ausatmen. Zieh einmal beide Hände über vorne nach oben, atme ein. Lift und jetzt auch hier wieder Länge für den Hüftbeuger. Schieb dein Gewicht noch ein bisschen nach vorne zur rechten Ferse. Und dann öffne die Arme nach unten, atme aus. Achtung, heb dein hinteres Knie, mach den Schritt ein bisschen kleiner. Und dann setz die Ferse wieder auf die Matte ab, stabiler Stand. Komm mit den Armen nach oben, Krieger 1, atme ein, lift. Ausatmen, sink tief. Einatmen hier. Und dann greif deine Hände hinter deinem Rücken, vielleicht jetzt den anderen Zeigefinger nach vorne, dass es sich ein bisschen komisch anfühlt. Roll die Schultern zurück und jetzt so eine Mini-Rückbeuge. Öffne einmal hier. Oh, es ist so schön morgens. Und dann ausatmen. Komm nach vorne, lehn dich langsam nach vorne. Und vielleicht ziehen die Hände wieder über den Kopf. Humble Warrior. Sehr gut, noch einmal tief einatmen. Und ausatmen. Langsam löse auf, bring die Hände zurück an deine Steißbein. Lass sie nach unten sinken und diesmal steig zurück ein letztes Mal in deinen herabschauenden Hund. Schieb die
die Handflächen in den Boden. Und dann lass den Kopf zwischen deinen Oberarmen hängen und lauf dich so ein kleines bisschen aus. Lauf deine Füße einfach auf der Stelle, schieb eine Ferse nach der anderen in den Boden. Gut. Und dann ganz langsam lauf mit den Füßen nach vorne zu den Händen. Komm in deine Vorbeuge noch einmal. Atme tief ein. Lass dich hängen, atme aus. Und dann langsam Wirbel für Wirbel roll dich nach oben auf. Komm zum Stehen, zieh die Schultern vielleicht einmal mit zu den Ohren. Jetzt wie so ein bisschen mehr Kürze und Enge hier im Hals. Und dann lass sie nach hinten unten sinken, atme. Okay, ein letztes Mal die Hände über die Seite nach oben. Streck dich lang, atme ein. Und dann greif deine Hände noch einmal hinter deinem Rücken, atme aus. Dreh dich nochmal seitlich, beug deine Knie jetzt. Und ein letztes Mal heb dein Brustbein, schieb die Faust jetzt nach unten. Noch einmal so ein schöner Schulteröffner, das können wir alle gut gebrauchen, bevor der Tag losgeht. Atme ein. Und dann langsam lass dich von hier nach vorne beugen. Atme aus. Und auch hier noch einmal die Möglichkeit, wenn du möchtest, zieh deine Faust über den Kopf, gib dir so einen kurzen Release. Lass die Schwerkraft jetzt die Arbeit übernehmen. Lass den Kopf ganz weich hängen. Die Hände dürfen einfach schwer werden. Und dann langsam bring deine Hände zurück zu deinem Steißbein und noch einmal roll dich weich, Wirbel für Wirbel nach oben auf. Löse deine Hände einfach auf. Und dann atme aus, komm zum Stehen. Okay. Jetzt lade ich dich ein, noch einmal ganz kurz auszuschütteln, alles was du brauchst. Ich bin ein Fan von Bewegung, von Lockerung. Das ist das, was wir brauchen, wenn alles andere immer so statisch ist. Und dann finde noch einmal deinen Moment auf deiner Matte, komm zum Stehen, lass die Füße wieder ganz weich und verwurzelt werden. Dann zieh deine Hände über die Seite nach oben, so wie du es kennst. Vielleicht merkst du jetzt einen kleinen Unterschied von ein bisschen mehr Platz zwischen den Rippen, ein bisschen mehr Luft für die Lunge, atme ein. Und dann noch einmal schließ deine Handflächen ganz weich vor deinem Herzen für Namaste. Schließ für einen Moment die Augen, atme aus. Dann nutz diesen Moment, um dich einmal bei dir selbst zu bedanken, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast und dass du jetzt gut durchbewegt und mit ganz klaren Gedanken und ein bisschen mehr Fokus in den Tag startest. Schön, dass du dabei warst. Namaste. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wie schön, dass wir zusammen geflowt sind. Ich hoffe, du hast jetzt einen ganz wunderbaren Tag vor dir und du kannst dir dieses Video natürlich gerne so oft anschauen, wie du möchtest. Vielleicht bildest du sogar eine kleine Morgenroutine, starte mal mit jedem zweiten Tag. Und wenn du noch ein kleines bisschen mehr Yoga möchtest, dann schau gerne auch einmal bei mir vorbei auf meinem Instagram-Kanal franzi.wagner oder auf meiner Website franziwagner.com. Da findest du alle Infos zu meinen Angeboten, zu Yoga, zu Tanz, alles, was du wissen möchtest. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht schon ganz bald wiedersehen. Danke. Namaste.